Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen. Hier zusammen mit Fred im Osttempel und ja, die Banditen sollten ja eigentlich den Osttempel plündern, aber hier ist scheinbar so einiges schief gegangen. Und zwar scheinen die Banditen sich die Hilfe der Drillingsbrüder als Schatzsucher geholt zu haben. Düter haben wir hier schon getroffen, aber den anderen beiden Schatzsuchern geht es wohl nicht ganz so gut. Einer ist in die Grube da oben gefallen, die wir vielleicht später auch nochmal untersuchen. Und der andere ist wohl hier weitergegangen, aber die sind nie zurückgekehrt. Genauso wenig wie der Anführer der Banditen, Danilo. Und ja, wir wollen jetzt mal gucken, ob wir hier nichts finden und denen helfen können, irgendwie. Oh, es ist sehr dunkel hier. Hier sind Sarkophage. Ach du Scheiße. Fred, da ist ein Kumpel von dir. Den machen wir mal fertig hier. Der hat doch keine Chance gegen uns beide. Ja. So. Ah, das ist also eine Falle gewesen. Man sollte in diesen Tempeln aufpassen. So viel ist klar. Hier ist noch ein Sarkophag. Ah, der scheint aber kein Skelett zu haben. Beziehungsweise hat ein Skelett vielleicht, aber... Dämonenklinge. Eieiei. Aber der scheint zumindest... Da scheint zumindest das Skelett nicht zu erwachen. Aber wo sind Danilo und der Schatzsucher? Das ist die große Preisfrage. Da ist noch eine Truhe. Wir nehmen alles mit, wenn wir schon mal hier sind. Ah, eine Telekinese-Spruchrolle. Auf jeden Fall hilfreich. Eieiei, dunkel, düster. Danilo, Schatzsucher, Drillingsbruder. Ach du Scheiße, da ist ein Ghoul und der futtert zwei Ghule und die futtern gerade irgendjemanden. Fred, es gibt Arbeit. Es gibt mehr als Arbeit. Fred, mach mit. Danke. Ja. Ja. Fred. Oh Gott, das wird knapp, Fred. Fred, ganz ruhig. Ich helfe dir. Scheiße. Ich glaube, Fred hält nicht mehr lange. Jetzt. Auf den Eisangriff habe ich nur gewartet. Nein, lass Fred in Ruhe. Eieiei, Fred. Du hältst nicht mehr lange, habe ich das dumpfe Gefühl. Na gut, was haben wir hier noch? Oh, hier ist Danilo. Und der hat eine Karte von dem ganzen Ding. Eine alte Münze, interessant. Naja, der hat es wohl nicht überlebt. Und was haben wir hier? Einen weiteren Sarkophag und der lässt sich sogar öffnen. Aber wo ist der Schatzsucher, mit dem er hierher gekommen sein soll? Und eine alte Büste. Wo ist der Schatzsucher? Seltsam, hier soll irgendwo noch dieser Schatzsucher sein. Der soll mit Danilo gegangen sein, wurde uns gesagt. Vielleicht finden wir den ja noch. Der Gang geht hier noch weiter. Na, mal schauen. Vielleicht hat er sich verpisst. Er ist ja auch kein sonderlich guter Kämpfer, ne? So, da unten ist was. Und da geht's noch weiter. Aufpassen, nicht, dass da... Da lauert ein Ghoul um die Ecke. Fred, es gibt Arbeit. Ich wusste doch, da lauert ein Ghoul um die Ecke. Fred, greif mal bitte an, danke. Nein. Ja. Jawohl, jetzt gibt's hier doppelte Power. Nein. Oh. Ah. Er hat Fred getötet. Ihr Schweine. Fred ist tot. Ja. Ihr verdammten Mistkerle. Ja. Vielleicht sollte ich auch mal erstmal Tränke nehmen. Jetzt, wo Fred tot ist, wird das Ganze ein bisschen komplizierter hier. Nimm gleich noch einen, verdammt. Ihr Schweine! Och Mann, die sind halt einfach viel schneller als ich mit meinem Scheißstab. Na also, oh Mann, Fred. Naja gut. Irgendwann musste es ja soweit kommen. Es war abzusehen. Er hat, aber er hat sich echt lange gehalten, so viel muss man sagen, der Gute. Huch, was ist mit der Fackel kaputt? Ach, die geht gerade aus, alles klar. Nehmen wir eine neue. Ach, er ist schon weg, der gute Fred. Okay, was haben wir hier jetzt, ist die große Preisfrage. Ein Gitter. Und da ein Hebel. Na, wer ist hier? Ah! Guckt mal, das ist doch einer der Drillingsbrüder, oder nicht? Und der futtert sich erstmal ein. Du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Du hast mir schon geholfen, mein Freund.
Du hast dieses dämliche Gitter wieder geöffnet. Ich war mit Danilo hier in den Grabkammern dieses Tempels unterwegs, als uns plötzlich diese Biester überraschten. Ich bin wie ein Verrückter hier runtergeflohen und hab mich versteckt. Dummerweise habe ich dabei irgendeinen Mechanismus in Gang gesetzt, der dieses Scheißgitter hinter mir schloss. Aber dank dir komme ich hier wenigstens wieder lebend raus. Naja, im Endeffekt war es Glück, dass das Gitter zugegangen wäre, sonst hätte ich der Ghoul wahrscheinlich getötet. Wie war das noch gleich? Bester Schatzsucher der Welt, ja? Du kannst ja noch nicht mal auf dich selbst aufpassen. Ja, ja. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ich habe mir den Job hier ganz anders vorgestellt. Wer hätte mit einer solchen Gegenwehr von Viechern gerechnet? Ich. Normalerweise findet man in solchen Ruinen höchstens mal ein paar Ratten. Doch in diesem Bau hier wimmelt es ja geradezu vor Viechern und Gefahren. Du warst noch nicht in vielen von diesen Ruinen, oder, mein Freund? Was hast du bisher gefunden? Nicht viel. Nur diese Büste hier. Sie scheint aus Gold oder einem ähnlichen Material zu sein. Die Büste könnte ich eventuell gebrauchen. Gib mir die mal bitte. Gib mir die Büste. Das Ding scheint dich ja sehr zu interessieren, was? Nun, wenn das so ist, dann 500 Goldmünzen. Ernsthaft? Du willst mich wohl verarschen, was? Erst rette ich dir das Leben und jetzt willst du mir noch den hier gefundenen Krempel verkaufen. Naja, was soll ich da noch sagen, ohne dass du mir gleich den Kopf abreißt? Keine Ahnung, wie wär's mit Danke, dass du mir geholfen hast. Und hier ist deine Belohnung. Ja, ja, schon gut. Hier hast du das Ding. Danke, geht doch. Jetzt haben wir schon zwei von diesen Büsten. Wir haben ja gerade schon eine gefunden. Ich frage mich, ob die hier irgendeinen Hintergrund haben. Wir hatten ja diesen Altar gesehen, wenn ich mich recht erinnere, da im Hauptraum, wo wir den ersten Schatzsucher getroffen haben. Da konnten wir ja Dinge draufstellen. Vielleicht hat diese Büste genau das richtige Gewicht, um ja das Tor damit zu öffnen. Dann ist aber die Frage, warum haben wir gleich zwei Büsten gefunden? Naja, werden wir vielleicht noch sehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal ein bisschen was vorne zu berichten. Das einzige Problem, das ich momentan sehe, ist, dass wir scheinbar wirklich eventuell sogar noch in diese blöde Fallgrube springen müssen, weil ich keinen Weg gesehen habe, sonst an den anderen Schatzsucher zu kommen. Und das gefällt mir ehrlich gesagt nicht sonderlich. Weil das heißt, ich muss in die Falltür fallen und komme da eventuell nie wieder raus. Aber als erstes kann ich dir mal Bescheid sagen, Freundchen. Deinem Bruder Ulf geht's gut. Sehr gut. Und ich hatte schon gedacht, es sei zu spät. Gut gemacht. Wenn wir hier erstmal wieder raus sind, werde ich dich für deine Mühe belohnen. Na, das hoffe ich doch. Danke. So, und wegen Danilo? Danilo ist tot. Ich fand ihn drüben in einer der Höhlen. Dieser verdammte Idiot! Was machen wir denn jetzt? Ja, ich würde sagen, evakuieren? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ich will wissen, was hier unten in dem Tempel vor sich geht. Wenn du unbedingt den Helden spielen willst, bitte, ich werde dich nicht aufhalten. Aber du bringst mich sicher nicht dazu, dir zu folgen. Ja, ja, schon gut. Hab auch nichts anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Dann bleib wenigstens hier und sichere den Rückzug. Gute Idee, Mann. Ich bleib einfach hier. Alles klar, okay. Na, dann bin ich jetzt einmal Huch, ich wollte die Fackel nicht wegwerfen. Bleib hier. Jetzt hacken die beide, wow. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir diese Büste nicht auf den Altar legen können. Da, die alte Büste. Also wir können, ob das auch was bringt. Und Tatsache, das Tor geht auf. Ah, und dahinter ist ein weiterer Altar, wo wir eine weitere Büste hinauflegen können. Und das öffnet das nächste Tor. Und dahinter ist noch ein dritter Altar. Na, klasse. Super, das heißt, wir brauchen noch eine dritte Büste. Naja gut, aber wir müssen ja eh mal gucken, ob wir irgendwie den dritten Schatzsucher noch finden können. Tja, und ich glaube, uns bleibt nicht viel anderes übrig, als einfach in die verdammte Fallgrube zu springen und zu hoffen, dass es da irgendwie einen Weg hinaus gibt und dass der andere Schatzsucher eventuell sogar noch lebt. Ich glaube, eine andere Möglichkeit bleibt uns gerade überhaupt nicht. Das ist natürlich ein bisschen kacke, aber naja, was will man machen? So, aber dir kann ich erstmal noch sagen. Danilo ist tot. Scheiße, ich hab's geahnt. Lass uns alles einsammeln, was wir bisher haben und dann ganz schnell verschwinden. Du bleibst hier erstmal auf deinem Posten. Ich hab noch nicht bekommen, weswegen ich hier bin. Na gut, aber beeil dich damit. Mir wird's hier langsam zu heiß. Alles klar, na dann. Auf geht's!
Okay, wo ist der Schatzsucher? Keine Ahnung. Ich nehme erstmal Heiltränke. Wo ist der verdammt... Ah, da vorne sitzt er doch. Der hat den Sturz also auch überlebt. Hey, du. Was machst du hier so alleine? Ach, ich bin ein Idiot. Ich habe die Wand da oben wie ein Wahnsinniger mit meiner Spitzhacke bearbeitet. Ich bin dann dabei ausgerutscht und durch diese dämliche Falltür im Boden gefallen. Seitdem sitze ich hier und warte darauf, dass mich jemand findet und mir wieder hier raushilft. Ah, okay. Du sitzt also hier und wartest einfach. Das ist ja nett. Du hättest denen da oben ja wenigstens sagen können, dass du noch lebst, indem du vielleicht einfach schreist. Aber okay. Warum gehst du nicht selbst und suchst nach einem Ausgang? Ich bin Schatzsucher, kein Kämpfer. Als ich mich dem eingestürzten Gang da drüben näherte, hörte ich so seltsame Geräusche. Ach du Scheiße. Also nur wenn ich weiß, dass der Weg nach draußen führt, werde ich mich bewegen. Na klasse, okay. Also muss ich die ganze Arbeit wieder machen. Ich werde einen Ausgang finden. Tja, wirst du wohl müssen. Denn wenn nicht, bist du mit mir hier gefangen. Ich kann mir was Besseres vorstellen. Vielleicht finden wir dabei ja auch wenigstens noch eine von diesen alten Büsten. Okay, dem eingestürzten Gang, meinte er. Da hat er komische Geräusche gehört. Sehen tue ich erstmal nichts. Ach nein. Ach, nicht schon wieder. Warum gibt es von denen so viele? Aber da ist kein zweiter, oder? Ich sehe zumindest keinen zweiten. Na dann. Zack. So, volles Pfund aufs Maul, Freundchen. Ach Mann, ey. Ich hasse diese Viecher so ungemein. Das gibt's überhaupt nicht. Ja. Geht doch. Steinplatte. So, ein Heiltrank geschluckt. Und dann hatte ich da noch eine Schatztruhe gesehen, die ich mir doch ganz gerne mal angucken würde. Kann ich die öffnen? Ja. Oh, sogar relativ einfach verschlossen. Ach, komm schon. Mal von vorn. Ach Mann, warum habe ich denn immer so ein scheiß Pech? Das gibt's doch überhaupt nicht. Oh, eine Nautilus-Verwandlung und eine ganze Menge Gold. Also was Gold angeht, haben wir inzwischen... Och, wir haben schon wieder 5000 Gold, wenn ich überlege, dass wir vor kurzem erst noch fast pleite waren. Ist das ja schon gar nicht schlecht. So, jetzt ist die Frage, ob es hier irgendwie irgendwohin einen Ausgang gibt. Ach, guckt mal. Da könnte ich mit einem Nautilus rein, hä? Hab ich das Gefühl. Ich frage mich, wo das hinführt. Okay, probieren wir es doch einfach aus. Wir haben doch gerade eine Nautilus-Verwandlung gefunden. Probier mal den Spaß doch einfach aus. Tschum. Roll. Ach, wir hätten den Ghoul umgehen können. Na gut. Jetzt nicht so der Hammer, aber okay, wir hätten theoretisch den Ghoul umgehen können. Aber ich meine, wenn wir den Typen befreien wollen, hätten wir den Ghoul so oder so töten müssen. Von daher, naja, jetzt nicht so der geheime Weg, aber gut, was soll's. Kann man an dem Hebel, nö, an dem Ring ziehen, meine ich. Aber hier an dem Hebel. Ach so, wir hätten den Ghoul komplett umgehen können, theoretisch, wenn wir gewollt hätten. So, aber bevor ich dem Bescheid sage, würde ich sagen, prüfe ich erstmal, ob das hier safe ist und nicht irgendwo noch so ein blödes Vieh lauert. Ah, da scheint ein Tor zu sein. Das müssen wir jetzt bloß noch irgendwie öffnen. Da ist erstmal noch ein bisschen Kraut. Da ist eine Winde. Aha, jetzt habe ich das... Ja, das Tor ist offen und damit ist der Weg nach draußen frei. So, aber oh, da warten ein paar Rottewürmer auf uns. Die erledige ich mal noch sicherheitshalber, bevor der Typ hier rauskommt. Huch, das hat mich getroffen, warum nicht? Ich habe keinen Fred mehr dabei, das gefällt mir nicht. Ich könnte natürlich einen neuen beschwören, aber... Jetzt... Huch, wo ist meine... Ach, verdammt, weil die ins Wasser gefallen ist, natürlich. Nicht unlogisch. So, Rottwurm, komm du mal her. Ach, das ist dieser Sumpf, in dem wir waren. Ah ne, die Fackel geht einfach so aus. Ging gerade einfach so aus, na gut. So, ist hier noch irgendwas in der Nähe? Ich meine, wir hatten ja schon viel hier erledigt in diesem verdammten Sumpf in der letzten Folge, ne? Dürfte eigentlich nicht mehr allzu viel rumlaufen. Na gut, dann sagen wir dem Typen mal Bescheid. Problem ist, ich habe keine Büste gefunden. Was mich jetzt ein bisschen ärgert. Na, was heißt ärgert? Es ist halt das Problem, dass ich eine Büste gebraucht hätte irgendwie. Naja. Müssen wir vielleicht den Tempel aufgeben? Naja, aber wenigstens haben wir die Schatzsucher gerettet. Immerhin etwas.
Der Weg nach draußen ist offen. Ich danke dir. Ich hoffe, dass mir so ein Mist nie wieder passiert. Hier, nimm dies als Dank für deine Hilfe. Diese Büste habe ich hier unten gefunden. Sie ist aus einem goldähnlichen Material und hat am Sockel einige markante Einkerbungen. Sieht so aus, als wäre sie Teil eines Mechanismus. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Ja, bestimmt. Ich für meinen Teil mache heute erstmal Schluss. Ich gehe zum Haupteingang der Ruine. Wenn du willst, kannst du mich begleiten. Ja, ich gehe auch dahin gerade. Frag jemand anderen. Ich denke, ich darf dich begleiten. Frag jemand anderen. Naja, haben wir den immerhin gerettet, haben eine dritte Büste und jetzt kann ich nur hoffen, dass das die letzte Büste ist, die wir auch brauchen. Denn dann können wir vielleicht weiter in den Tempel vordringen. So, und da wir jetzt ausnahmsweise keine... Ich denke, wir haben hier ja einen Großteil in dem Sumpf schon erledigt, ne? Hier dürft ihr eigentlich nicht mehr viel rumlaufen. Können wir jetzt auch mal das benutzen. So, jetzt ist bloß die Frage, wo ich langrennen muss. Ach, jetzt muss ich das... Alter, es sieht irgendwie komisch aus mit der Fackel jetzt. Ach, wo ging es denn jetzt hoch? Ich weiß es nicht mehr. Ich musste zu dem Weg zurück. Es ist auch dunkel geworden. Das ist natürlich auch nicht gerade nett. Aber okay. Und dann hier hoch, genau. Und dann kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Tempel. Perfekt. Super. Haben wir Sprinten auch mal benutzt. Eile quasi. Also Sprinten quasi. Eile heißt es ja wirklich. So, Freundchen, guck mal. Hey, wo kommst du denn jetzt auf einmal wieder her? Ich habe einen zweiten Ausgang gefunden. Was denn? Da unten in dem Loch? Das ist ja ein Ding. Was ist mit dem Schatzsucher? Ne? Ja, auch den habe ich gefunden. Na sowas. Du hast es echt drauf. Ja, kannst du mal sehen. So, dann sage ich vielleicht dem Bruder von dem Typen noch Bescheid oder den Brüdern. Vielleicht interessiert das ja einen von denen, dass ihr Kumpel wieder, also nicht ihr Kumpel, ihr Bruder wieder safe ist. Und dann bin ich gespannt, was wir hinter der dritten Tür finden. Da hat sich jemand ja viel Arbeit gemacht, alles zu verschließen. Da muss ja irgendwas Wichtiges sein. Nee, den interessiert das nicht. Suchst du wen? Das interessiert die einfach nicht, dass ich ihren Bruder gerade gerettet habe, aber gut. Na dann, die letzte Büste. Jetzt wird's interessant. So, was haben wir jetzt hier? Wieder Ghule? Erstmal Pflanzen auf jeden Fall. Und dann haben wir hier noch Ach du Scheiße, ich glaube, das ist eine Stachelfalle, oder? Und gleich zwei hintereinander. Ist natürlich gefährlich. Dann schauen wir mal ganz kurz. Haben wir vielleicht hier irgendwo einen Hebel, mit dem wir die deaktivieren können? Sieht nicht gut aus. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich einfach rüber levitieren. Wäre jetzt zumindest meine Vermutung. Scheiß auf die Fackel. Eieiei. Eieiei, knappes Ding. So. Ist vielleicht einer der Ringe für die Deaktivierung zuständig? Jawohl. Also hoffe ich, dass der jetzt für die Deaktivierung zuständig ist. Ganz vorsichtig. Ja, okay. Die Falle wäre schon mal deaktiviert. Das gefällt mir. Das heißt, hier können wir jetzt ganz gemütlich langlaufen. So, aber was finden wir hier noch? Das hier scheint gar nicht mehr so richtig zu der eigentlichen Ruine zu gehören, hä? Das ist hier mitten in den Fels gehauen. Was ist da unten? Oha, da geht's auch noch weiter, aber ich guck vielleicht erstmal da drüben lang. Was haben wir denn da noch? Mehr Ghule. Die scheinen ja hier drin ihren Spaß zu haben. Denn ganz viele Sarkophage. Na, da werden wahrscheinlich gleich wieder ein paar Skelette rauskommen, oder? Nö, doch nicht. Na, mal sehen, was wir dann da finden. Ah, Levitation. Schön. Danke dafür. So. Oh, kein Skelett. Ich bin echt gerade etwas überrascht. Ich hätte jetzt gedacht, wir finden hier Skelette. Nochmal Levitation. Hm, werde ich scheinbar brauchen. Ah, ja, ich wollte doch sagen, mindestens einmal muss da hier ein Skelett drin sein. Es kann doch nicht sein, dass hier keine Falle ist. So, komm schon. Ich gehe einfach weit genug zurück. Dann kann ich nämlich zuschlagen, bevor der überhaupt eine Chance hat. Schade, keine Heiltränke für mich. Ich könnte aber mal einen Mana-Trank schlucken. Und dann sehen wir uns jetzt mal weiter da unten um. Und schauen mal, was wir da noch so finden. In diesem Gang. Ein weiterer Gang. Eieiei, wer hat denn das hier alles gebaut?
Mehr Sarkophage. Und da geht's eventuell noch weiter. Kein Skelett auf jeden Fall. Nun gut, Kleinkram. Aber den nehme ich gerne mit. So, aufpassen, da oben könnte jederzeit ein Ghoul lauern. Oder Schlimmeres, wobei Ghoule schon somit das Schlimmste sind. Nichts. Tote Hose hier. Ganz vorsichtig nach unten. Und die Fackel erlischt. Und da unten scheint es wieder zu so einem bebauten Teil zu gehen, aber ich würde sagen, wie wir da unten reingehen und schauen, was wir da finden, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Risen. Bis dahin. Ciao.